Power Stations, das ist der neue heiße Scheiß auf dem Markt. Jeder, der ein bisschen größeren Kanal hat, kriegt die Teile momentan von den Herstellern zugesendet. So war es auch bei mir, bei Bluetti. Die haben wir hier den EB70 und das dazugehörige Solarpanel, das PV200, zugeschickt. Ich stelle euch das Teil natürlich vor. Mir geht es aber jetzt nach den technischen Daten hier viel mehr darum, für wen ist das was? Ab wann lohnt sich denn so eine Anschaffung? Und ist so eine Power Station denn überhaupt ihr Geld wert? Wenn ihr Lust drauf habt, das zu erfahren, dann bleibt dran. Viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Seit 6 Wochen ist die Power Station, die Bluetti EB70 und das zugehörige Solarpanel, das PV200, bei mir zu Hause im Einsatz. Tatsächlich nur bei mir zu Hause. Wieso, weshalb, dazu später mehr. Ich hätte euch natürlich jetzt sagen können, dass ich es auf Camping genutzt habe, etc. pp. Das würde auch nicht der Wahrheit entsprechen, sondern ich habe das Teil ganz einfach zu Hause genutzt. Und ja, da macht meiner Meinung nach sogar auch viel Sinn, das Teil zu Hause zu nutzen, damit sich das Ganze hier rechnet. Nichtsdestotrotz schauen wir uns erstmal jetzt die technischen Daten an und schauen dann mal noch quasi hinten dran, was sich da so, in welchem Kontext das Ganze eben meiner Meinung nach funktioniert und sich lohnt. Die Bluetti EB70, eine Powerstation für 799 Euro, glaube ich, und das Solarpanel kostet auch nochmal 500 Euro. Zusammen aktuell im Angebot für 1200 Euro auf der Webseite von Bluetti. Haufen Kohle, für die eine alte Oma lange stricken muss. Ich würde mir tatsächlich auch, hätte ich sie nicht umsonst zugeschickt bekommen, lange überlegen, ob ich mir sowas kaufen muss, ob es denn wirklich sein muss. Wie gesagt, da kriegen wir später nochmal drauf ein. Jetzt mal zu den technischen Daten. Wir haben ja eine Kapazität von 716 Wattstunden drin verbaut. Und zwar LiFePO4 Akkus. Das sind schon die neuere Akkutechnologie. Die ist von der Kapazitätsenergiedichte nicht so groß. Deswegen ist die Powerstation ein bisschen größer, ein bisschen schwerer. Hat aber dafür eine längere Ladezyklusfestigkeit. Das heißt, ich habe hier 2500 Ladezyklen. Danach haben die Akkus immer nur 80% ihrer anfänglichen Kapazität. Die sind also nach 2500 Ladezyklen nicht kaputt. Bei den alten Lithium-Ionen-Akkus sagt man so, das sind 1000 Ladezyklen, das kennt man so von Handys und so weiter, dass sie nach 1000 Ladezyklen nur noch 80% haben oder eventuell schon langsamer über den Jordan gehen. Und hier sind wir eben mit den LiFePO4 Akkus wesentlich besser aufgestellt. 2500 Ladezyklen macht das Teil also mit. Das heißt, wenn ihr es einmal in der Woche lädt oder komplett entladet und nochmal voll lädt, dann habt ihr also viele Wochen dran. Ihr könnt es euch ausrechnen. 716 Wattstunden sind da drin. Was das bedeutet, was man da wie oft mit laden kann, das blende ich euch hier oben mal ein. Ja, wir haben hier zwei 220 Volt Ausgänge mit einer reinen Sinusspannung. Das heißt auch Geräte, die einen digitalen Mikrocontroller drin haben, bestimmte Netzteile, irgendwelche Radios, funktionieren damit ohne Probleme. Oder auch Heizlüfter mit einer Digitalanzeige. Maximal 1000 Watt Leistung holen wir raus, wobei die 1000 Watt Leistung für mich absolut irrelevant ist bei so einer Powerstation, denn bei 1000 Watt Leistung wäre das Teil nach einer Dreiviertelstunde leer. Dann haben wir hier die Sektion nebenan mit den USB-Ausgängen, zweimal USB-A, zweimal USB-C. Dann haben wir einen 12-Volt-Stecker mit maximal 10 Ampere, der ganz normale Zigarettenanzünder, wie man ihn kennt. Und dann zwei von diesen 8 mm Rundsteckern. Und Leute, ich bin ja nicht neu in Elektrotechnik irgendwie so. Also ich habe vorher in einer Band gespielt. Ich habe am Auto mit Verstärkern viel rumgemacht. Aber wofür man die Stecker braucht, weiß ich nicht. Ich habe damit da noch recherchiert, aber ich habe es nicht rausgefunden. Also falls ihr so ein Gerät habt mit 8 mm Rundstecker, wunderbar. Ihr habt da zwei Möglichkeiten, die anzuschließen. Ja, dann haben wir noch eine Lampe drin mit 3 Modi. Hell, noch ein bisschen heller. Und ein SOS-Modus. Nochmal, dann ist das Ganze aus. Dann haben wir hier oben einen Eingang, um das Ganze zu laden. Da könnt ihr entweder euer Auto dran anschließen während der Fahrt, über das 12 Volt das Ganze aufladen. Oder ihr schließt ein Solarmodul an oder das mitgelieferte Netzteil. Und damit kriegt ihr die Powerstation in ein bisschen mehr wie 3,5 Stunden. Das habe ich getestet, von 0 auf 100 komplett wieder geladen.
Solarpanel geht maximal 200 Watt dran. Praktisch, das habe ich hier auch vorliegen, ein 200 Watt Panel. Und wenn das komplett läuft, seid ihr auch so nach 4 Stunden im Sommer bei bestem Sonnenschein immer das Ganze schön nachgeführt, voll aufgeladen. Was gibt es hier zu sagen? Ich habe ein Display, das hat eine Anzeige 20, 40, 60, 80, 100. Ich habe einen Eco-Modus, den kann ich umschalten oder ausschalten. Der erkennt irgendwie, wenn hier wenig Leistung dran ist, dann schaltet er die nach einer gewissen Zeitraum aus. Ich habe eine Anzeige, wie viel Watt reingeht oder wie viel Watt gerade rausgeht. Und ich kann auch umschalten, ob ich hier 50 Hertz Sinusspannung will oder ob ich eine 60 Hertz Sinusspannung will. Wenn ich zum Beispiel in den USA bin, vermutlich, ja, ich weiß nicht wieso, 60 Hertz macht eigentlich für Europa keinen Sinn. Ich weiß auch nicht, ob irgendwelche Geräte das brauchen. Ja, und zu guter Letzt habe ich hier oben nochmal ein Feld drauf, um das Handy wireless aufzuladen, wenn euer Handy das kann. Dazu Handy einfach drauflegen und dann muss aber diese Sektion hier aktiviert sein und schon, ja, lädt mein Handy auf. Und ein Griff, der klappbar ist, das finde ich super. Und dann habe ich zwei Lüfter drin, einer der rein saugt und einer der rausbläst. Je nachdem, wie viel Leistung gerade abgerufen wird, um das Ganze hier von der Temperatur, ja, relativ niedrig zu halten, dass hier drin nichts überhitzt. Gleich schon mal hier zu den Pros und Kontras oder was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist die Lampe hier oben. Wie gesagt, 3 Modi, hell, noch ein bisschen heller. Und dann dieser nichtsaussagende SOS-Modus, der ist für mich da total fehl am Platz. Als stelle ich das Teil dann am Campingplatz oder wo ich bin, wie auch immer, hinter mein Auto, denn ja, ich trage das Ding ja nicht in den Wald rein, hin und dann sieht irgendjemand dieses Blinklicht, das ja so hell jetzt auch nochmal nicht ist. Und dann auch dieses, ja, Licht, was irgendwie weiter weg scheint, macht für mich auch keinen Sinn. Besser wäre dann, keine Ahnung, einmal ein diffuses Licht gewesen auf Vorderseite und Rückseite, keine Ahnung, dass mir quasi meine Umgebung hier direkt mal so ein bisschen weich ausleuchtet, damit ich sehe, welche Knöpfe ich drücke. Ich habe vielleicht ein Ladegerät vorne dran liegen, damit ich dort Akkus tauschen kann. Ich habe das Ding vielleicht auf einem Campingtisch stehen oder in meinem Camper irgendwo drin stehen und habe dann noch so ein bisschen Ambient-Beleuchtung. Das hätte für mich da auf jeden Fall wesentlich mehr Sinn gemacht. Die zwei 220 Volt Ausgänge völlig ausreichend für mich. Auch, wie gesagt, die Maximalleistung von 1000 Watt Sinus völlig ausreichend. Die werde ich hier wahrscheinlich nie abrufen, außer mal zum Test. Also ich habe meinen kleinen Heizlüfter dran mit 1000 Watt. Der hat damit einwandfrei funktioniert. Ja, einmal 12 Volt Zigarettenanzünder finde ich auch in Ordnung, falls man da noch entsprechende Geräte hat oder eine Kühlbox dran anschließen will. Schon erwähnt, die 8 mm Rundstecker, wieso auch noch zwei davon, keine Ahnung. Zweimal USB-C mit jeweils 100 Watt finde ich super, gerade für aktuelle Notebooks damit zu versorgen, finde ich das richtig gut. Ich habe es jetzt nur in meinem MacBook Air getestet, das zieht maximal 45 Watt, da hat anstandslos funktioniert. Und dann habe ich noch, wie gesagt, zwei USB-A Ausgänge mit jeweils 5 Volt 3 Ampere, also ich kann damit auch relativ schnell laden. Hier hätte ich mir tatsächlich noch zwei weitere gewünscht, also wie ich das halt jetzt eingesetzt habe, hätte ich hier tatsächlich gerne noch zwei weitere USB-Geräte angeschlossen, aber ja, ist nicht dran. Jede dieser Sektionen kann man über so einen kleinen Schalter hier anschalten und dann entsprechend wieder aus. Ja, da ist eine kleine grüne LED verbaut, die ist aber so klein und so schwach, dass man die bei Sonneneinstrahlung nicht sieht. Also auch das ist irgendwie nicht so toll gelöst. Ja, das Display hat auch keinen eigenen Schalter, sondern das wird quasi auch nochmal durch einen kurzen Tastendruck darauf nochmal aktiviert. Wenn man dann ein bisschen zu lang drauf bleibt, dann schaltet man den Ausgang aus. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd gelöst. Stattdessen wäre mir so ein kleiner Taster besser gewesen. Zum Display. Ihr habt eine Anzeige, wie viel Watt reingehen, wie viel Watt rausgehen. Anzeige, wie viel Laufzeit ich denn noch bei der aktuell abgegebenen Leistung habe. Fände ich ganz cool. Genauso, wie lange es denn noch dauert, das Teil aufzuladen, wenn entsprechender Strom hier reinkommt. Und diese Anzeige 20, 40, 60, 80, 100, also genaue Prozentanzeigen wären mir, Prozentzahlen wären mir da auch wesentlich lieber gewesen. Irgendwann ist das Teil bei unter 20, ist nur noch am Blinken und man weiß nicht, ist es jetzt noch 5 Minuten an, ist es noch 2 Minuten an oder läuft es noch eine Stunde mit der Leistung? Das ist dann Rätselraten, das finde ich an der Stelle nicht gut gelöst, da sollten sie auf jeden Fall noch nachbessern. Andere Hersteller haben das definitiv besser im Griff.
Vom Lüfter her ist es auch in Ordnung. Ich glaube, der geht so ab 100 Watt an. Tatsächlich fände ich es besser, wenn das Ganze temperaturgeregelt wäre und einfach angehen würde, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wäre. Das gleiche Problem hatten wir bei der anderen Powerstation, die ich euch mal vorgestellt habe, auch schon mal gehabt. Ja, aber alles in allem, also die Leistung, die sie hat, die sie auch laut Papier hat, die konnte ich auch nachmessen. Ja, von dem her gibt es von den Leistungsdaten da wenig zu meckern. Von dem her gefällt mir die auch super und schönes Format. Auch den Ladeanschluss hier vorne finde ich ganz ehrlich gut. Was ich da tatsächlich mir eher mal wünschen würde, die Ladestecker, die kommen ja immer mit diesem Rundstecker, der hier so weit absteht. Und wenn man dann hier mal was draufhält, dann riskiere ich vielleicht, dass das Ganze hier verbiegt. Stattdessen wäre so ein Winkelstecker an der Stelle viel, viel besser gewesen. Oder vielleicht sogar noch einen zweiten Eingang auf der Rückseite für semi-permanente Einbauten, zum Beispiel in einem Camper. Dann zum Solarpanel. Ja, ist groß aufhaltbar, lässt sich super aufstellen, das Ganze. Stecker werden alle mitgeliefert. Das Ganze ist auch bedingt wasserdicht oder wasserfest. Also ein Regenschauer sollte mal kein Problem sein. Bei der Powerstation hier, Regen ist schlecht, da wären noch ein paar Abdeckungen ganz nice gewesen oder vielleicht irgendwie so kleine Überstände hier drüber, die das zum Beispiel, wenn der Regen von oben fällt oder Silikonnasen, das Ganze hier vielleicht so ein bisschen ja, schützen würden, das wäre super. Macht jetzt aber auch nichts, dass jetzt die nicht dabei sind. Zur Not, wie gesagt, beim Camping stelle ich das entsprechend unter. Soll ja eh nicht in der Sonne stehen, wenn es geladen wird. Oder wenn das Teil in Verwendung ist, um Überhitzen zu vermeiden. Von dem her unter das Auto stellen, hinter das Auto, in den Kofferraum, wie auch immer, unter den Tisch. Und dann ist man vom schlimmsten Wasser erstmal geschützt, sollte mal ein kurzer Schutt kommen. Und ich glaube, auch wenn ein paar Tropfen hier drauf kommen, da passiert erstmal nichts. Der Griff ist einklappbar, lässt sich damit gut tragen. Jetzt zum Punkt, für wen oder was dieses Teil Sinn macht. Ich habe es die letzten Wochen tatsächlich nur zu Hause genutzt. Ich habe das Teil in den Morgenstunden über das Solarpanel aufgeladen. Das hat auch anstandslos funktioniert. Habe dann zweimal, glaube ich, während dieser Aufladezeit, momentan ja Sommer, dem Sonnenstand das Ganze nachgeführt, sodass ich optimale Ladeleistung hatte. Und ja, auch nach 4, 5 Stunden war das Teil dann komplett voll. Habe aber die Powerstation tatsächlich nur im Heimeinsatz gehabt. So, jetzt ist das eine Powerstation für 700 oder 800 Euro. Klar, kann ich mir die fürs Campen holen. Wenn ich einen Camper habe, mit dem ich wirklich das ganze Jahr über unterwegs bin und lebe quasi nur im Camper, rechnet sich sowas relativ schnell. Wenn ich aber nur ein paar Mal im Jahr zum Camping am Wochenende rausfahre, um da so ein bisschen Autarkie zu haben, ist das natürlich jede Menge Geld, die ich da in die Hand nehmen muss. Einfach halt halber, sagen wir mal, ich gehe 12 Mal im Jahr campen. So, das heißt, würde ich ein Jahr campen gehen, hätte ich für jeden Campingausflug 100 Euro bezahlt, um dieses Teil zu haben, um ein bisschen Autarkie zu haben. Wenn ich das Ganze 2 Jahre nutze, wir haben dann bei 50 Euro pro Camping-Einsatz. Nach 4 Jahren wären es bei 25 Euro pro Camping-Einsatz. Das sollte man sich dann auch schon stark überlegen, ob man es dann ausschließlich für diesen Zweck nutzt. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, 12 Mal im Jahr campen gehe, nutzt das Teil eben auf an 2 Tagen, machen wir 2 komplette Zyklen. Ja, dann habe ich 24 komplette Ladezyklen im Jahr. Das Teil kann 2.500, also das Hundertfache davon. Da komme ich also auch selbst nach 3, 4 Jahren Campen nicht ran. Da habe ich gerade mal 100 Ladezyklen vielleicht mit dem Teil gehabt. Selbst da wäre dann auch quasi das Geld quasi zum Fenster rausgeschmissen. Also das zu dem einen Punkt. Wenn ich mir das Teil als Brepper-Notstromversorgung zulege, dann steht es vielleicht auch nur die ganze Zeit im Keller und wartet darauf, dass es zum Einsatz kommt. Es wird vielleicht zwischendurch mal von mir, ja, nachgeladen, pflegegeladen. Ja, und wenn dann der Ernstfall da ist und dann habe ich einen Stromausfall, dann habe ich 716 Wattstunden zur Verfügung. Ja, kochen damit wird schwierig. Irgendwie mir eine Beleuchtung zu machen, ein LED-Panel, das braucht alles viel zu viel Leistung. Ich kann damit ja ein paar Kleingeräte vielleicht mal kurz betreiben, aber nichts wirklich lang. Ich habe unseren Stromverbrauch bei uns im Haus relativ gut im Blick. Unser Haus hat im Ruhestrom 200 bis 300 Watt.
Das heißt, da ist aber alles drin, also inklusive einer Heizung, diversen Routern und so weiter, die eben durchgängig Strom verbrauchen. Selbst damit könnte ich das Teil nur vielleicht mal 3, 4 Stunden unser Haus ja am Leben halten oder die wichtigsten Geräte. Macht also auch wenig Sinn irgendwo, weil dafür ist die Leistung zu klein, um selbst eine Nacht- oder einen Heizlüfter dran, gehe schon mal gar nicht. Wie gesagt, der ist nach einer Dreiviertelstunde aus, wenn es ein kleiner ist. Einen großen kann ich hier überhaupt nicht dran betreiben und was habe ich dann? Eine halbe Stunde ein bisschen warm und dann war es das schon wieder. Von dem her macht so ein Teil tatsächlich nur Sinn, wenn ich das im Mischbetrieb habe. Ich habe es als Teil einer autarken Stromversorgung auch zu Hause. Ich habe es aber auch, wenn ich unterwegs bin, in meinem Campingzubehör, um mich quasi autark draußen Strom zu versorgen. Und genauso habe ich eben jetzt die letzten Wochen gemacht. Ich habe das Teil tagsüber aufgeladen und ich habe abends sämtliche meiner Geräte, die ich damit betreiben konnte, wie zum Beispiel einen Ventilator, weil es war sehr warm, damit geladen. Ich habe meine Handys, meine Akkus der ganzen Kameratechnik, die ich habe, damit geladen. Ich habe Powerbanks wieder damit auch aufgeladen, die ich dann ja auf kleinere Touren mitgenommen habe. Ich habe teilweise mein MacBook dran betrieben, habe wie gesagt das Teil tagsüber aufgeladen und abends beim Videoschnitt das Teil neben dran gestellt und mein MacBook eben damit betrieben, den Videoschnitt damit gemacht. Ja, und nur so komme ich auch annähernd an diese maximalen Ladezyklen ran von 2.500, wo sich das Teil dann auch langsam rentiert. 2.500 Ladezyklen ist eine ganz schöne Menge. Wenn ich das Teil jeden Tag voll und komplett wieder leer mache, durch Geräte, die ich eben bei mir zu Hause nutze, komme ich auf 6,8 Jahre, fast 7 Jahre, die ich das Teil quasi dann jeden Tag betreiben kann, wo ich jeden Tag 700 Wattstunden rausholen kann. Macht dann aber auch nur Sinn, wenn ich das so häufig wie möglich mit dem Solarpanel auflade. Ansonsten kaufe ich nur den Strom von meinem örtlichen Stromanbieter ein, lade ihn da rein mit einer entsprechenden Verlustleistung und hole ihn dann wieder raus, auch wieder mit Verlustleistung. Macht also auch nicht hundertprozentig Sinn. Deswegen, also das Teil so oft es geht mit dem Solarpanel laden und den Strom entsprechend wieder verbrauchen. Ich habe jetzt noch den Vorteil, und da nehme ich euch noch mal kurz mit. Mein Vorteil ist, dass ich ja hier in meinem Haus oder auf meinem Haus drauf eine Photovoltaikanlage habe. Und ihr seht, aktuell haben wir jetzt um die 7 Uhr. Da kommen jetzt noch 296 Watt runter. Heute über den Tag 41 Kilowattstunden. Ein Großteil davon ist natürlich an den Netzbetreiber gegangen. Den habe ich verkauft. Ja, meinen Strom verkaufe ich an meinen Energiebetreiber für 15 Cent die Kilowattstunde. Wenn ich aber Strom kaufen muss, bezahle ich über 30 Cent. Strom, den ich also dann selber verbrauche von der Photovoltaikanlage, spart mir also nochmal 15%. Selbst wenn ich also mal nicht dazu komme, meine Powerstation über das mitgelieferte Photovoltaikmodul aufzuladen, kann ich es jetzt zu Hause auch einfach einstecken in die Steckdose tagsüber und es damit nochmal vollladen und habe dann abends wieder die Energie zur Verfügung. Das ist quasi der kleine Bruder von einer ganz normalen Photovoltaik-Speicherbatterie, die dann aber im Bereich von mehreren tausend Euro li liegen. Mittlerweile sind diese Powerstation-Hersteller, ein paar andere bieten so auch so schon mittlerweile Komplettlösungen an, die aber auch wieder super extrem teuer sind, also wirklich extrem, extrem teuer. Ich werde mir wahrscheinlich eine Speicherlösung für mein Haus selber zusammenbauen, um mir quasi so nochmal die Autarkie zu schaffen, sodass ich quasi auch im Winter oder jetzt im Sommer gar keinen Strom mehr zukaufen muss von meinem Anbieter und im Winter nur noch ein bisschen, wenn halt das Wetter über Tage und Wochen schlecht ist. Ansonsten versuche ich meinen ja Strombedarf quasi selber dann zu decken und da eine Autarkie zu schaffen. Das ist quasi so für Hausbesitzer, Wohnungsbesitzer, Wohnungsmieter der erste Schritt, das selber zu machen. Habt ihr nur eine Wohnung, vielleicht optimalerweise mit dem Südbalkon, macht das vielleicht schon mal Sinn. Zum einen, wie gesagt, eure Campingausflüge damit so ein bisschen autarker zu gestalten. Zum anderen aber tagsüber oder abends halt nur ein bisschen Strom zu sparen. Und aber auch, oder wenn man ein kleiner Stromausfall ist, zumindest ein paar kleine Geräte nochmal laden zu können. Das Handy nochmal aufzuladen,
eine kleine LED-Leuchte nochmal zu haben, etc. pp. Aber ich rede hier nur von Kleingeräten. Wie gesagt, ein Großgerät damit zu betreiben über längere Zeit macht keinen Sinn. Dann kann das in dem Kontext wieder Sinn machen. Selbst da ist es aber immer noch, und das sage ich ganz ehrlich, eine sehr, sehr teure Lösung für das Ganze. Wenn man nämlich die 1200 Euro, die das Teil kostet, oder das Set hier, mal umrechnet, würde man dafür bei einem Strompreis von 30 Cent etwa 4000 Kilowattstunden Strom von eurem lokalen Stromanbieter bekommen. 4000 Kilo ist eine ganz schöne Hausnummer. Das ist das, was mein Haus hier quasi das ganze Jahr über verbraucht. Wenn ihr nur eine Wohnung habt, seid ihr wahrscheinlich eher im Bereich 1500 bis 1700 Kilowattstunden, je nachdem, was ihr an elektrischen Geräten habt. Das heißt, ihr bekommt 2 Jahre lang Strom für das, was das Teil hier kostet. Und im Umkehrschluss bekomme ich hier, wie gesagt, 2500 Ladezyklen a 716 Watt, gerade mal knappe 1800 Kilowattstunden raus. Okay, nach 2500 Ladezyklen gehen wir davon aus, dass das Teil noch ein bisschen weiterläuft. Okay, gehen wir vielleicht von aus, ich kriege 2500 Kilowattstunden raus. Irgendwann ist aber hier auch mal Schicht im Schacht, wenn das Teil nicht schon vorher irgendwie einen Defekt hatte, was ich natürlich nicht ausschließen kann. Das heißt, ich bekomme für das, was ich hierfür aufbringen müsste, fast das Doppelte an Kilowattstunden von meinem lokalen Stromanbieter. Und das auch unter der Voraussetzung, dass ich hier rein nicht eine Kilowattstunde Strom von meinem Stromanbieter reinballere. Denn, wie gesagt, Verlustleistung beim Laden und Verlustleistung beim Rausziehen, da geht auch noch mal ein bisschen was verloren. Ich vermute mal insgesamt bestimmt so 20-25%. Ist das eine Rechnung, die sich jeder sehr, sehr gut überlegen müsste? Es gibt natürlich eine gewisse Autarkie, das ist nicht abzustreiten. Und, wie gesagt, am besten lohnt es sich, wenn ich es für möglichst viele Zwecke nutze. Camping, Prepping und vor allen Dingen der tägliche Einsatz der Station, um meine sämtlichen Umgeräte zu Hause mit Strom zu versorgen. Ja, eine Entscheidung, die wirklich schwierig ist, die mir beim Preis von diesen Powerstations auch ein bisschen Magenschmerzen bereiten würde. Ob ich das Geld so direkt in die Hand nehmen würde, kann ich euch gar nicht sagen. Vermutlich nicht, da ich mit meiner PV-Anlage schon eine relativ hohe Autarkie habe und dass da quasi nur noch der Tropfen auf den heißen Stein ist, um abends jetzt das Handy oder, wie gesagt, den Ventilator zu betreiben. Bei mir wird da noch eine andere Lösung folgen. Ich hoffe, dieses bisschen Tacheles-Reden hat euch gefallen. Und ich habe mal mit so ein paar Beispielen, ganz einfachen Rechenbeispielen, euch klar gemacht, was denn so ein Teil überhaupt wert ist und ob es denn überhaupt was für euch ist. Wenn ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Links zu den Produkten sind alle in der Beschreibung. Wie gesagt, ich kann von Produkten her nichts Negatives sagen. Funktionalität ist genauso da, wie sie versprochen wurde. Makel hat jedes Produkt. Das ist teilweise meckern auf hohem Niveau. Teilweise sind es einfach Sachen, die dann irgendwann nerven. Ich hoffe, da arbeitet Plurity noch dran. Auch zum Beispiel noch eine Smart-Funktion. Die größeren Powerstations haben schon mittlerweile eine Smart-Funktion. Sie funktionieren mit Bluetooth. Das heißt, ich kann sie auch remote ein- und ausschalten. Ist ja ganz praktisch, wenn das Teil zum Beispiel unter dem Camper steht und geladen wird und ich sitze aber drin und will jetzt aber nicht jedes Mal mit irgendeinem Ausgang ein- oder auszuschalten und das Auto krabbeln. Ja, genau, das war's. Danke fürs Zuschauen, ich bin raus, macht's gut, bis bald und ciao.